Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf PBG zu einer weiteren Folge SpongeBob SquamKopf Battle for Bikini Button Rehydrated. Wir sind jetzt das 20. Mal in diesem scheiß Checkpoint, weil ich mich immer wieder dämlich anstelle. Doch mal mehr Energie verliere als eigentlich nötig. Aber hier gibt es halt auch keinen Shortcut rüber. Das heißt, ich muss das auch mal alles. Ich will mich nicht beschweren, aber es ehrt mich halt, dass ich jetzt die Zeigens fahren, wo die Dinger hinfliegen, aber dass ich halt auch von denen in der Luft getroffen werden kann, ist halt ganz schön scheiße. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Hm. Ich ein Trottel, ey. Frisch wie eine Frühlingsblüte. Nennt mich auch. Geschenke öffnen ist. Aber dafür kann ich hier jetzt 1000 Mal den Kram sammeln. Aber komme ich jetzt hier rüber oder nicht? Wo soll ich denn sonst? Vielleicht von hier? Eigentlich nicht wirklich Lust jetzt nochmal. Wir lassen das mal. Und hoffen, dass wir wieder von oben reinkommen. Wir haben natürlich die 150 von vor einer 3 Folgen bezahlt. Achso, hier brauche ich mal Patrick zum Werfen. Au! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Tartarsoße. Wie schrecklich! Tartarsoße. Hier ist zumindest ein Checkpoint. Großer Schinken, den hab ich verstanden. Autsch. Wir hätten dich mit Patrick herfahren sollen, tatsächlich. Weil mit dem hätte ich jetzt. Kommt man jetzt hier rüber? Komm. Gut, dann wissen wir zumindest, wie das hier funktioniert. Hoffe ich. Aber dann brauche ich doch das. Oh. Noch ein Fund für Patrick! Ich glaube, jetzt fliegen wir nämlich einfach. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Frisch wie eine Frühlingsbrise! Patrick hätte man die jetzt. Okay. Aber sind das nicht die gleichen? Die Steindinger doch noch mal andere? Gibt's einen neuen Fakt? Also wir könnten noch darunter gehen. Habe ich jetzt aber wirklich nicht so richtig so große Lust drauf. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ja, natürlich. Also diese Schussdinger sind wirklich nicht cool. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay, hier kann Patrick was frieren lassen. I don't know. Warum und weshalb? Also scheint er dann auch wieder unten. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Hier, oder? Und hinten ist auch nochmal eine Bushaltestelle. Also können wir vielleicht auch nochmal tauschen.
Ach, du großer Schinken. Den hab ich verstanden. Autsch. Kommt man denn? Wahrscheinlich nicht. Ne? Aber hier ist halt auch nichts weiter, außer eine Boxershorts. Ein Korken. Okay. Seltsam. Weiß ich nicht, was das. Kabum! Zu hübsch! Ich halt's nicht aus! Ich würde jetzt hier nochmal Patrick bitten. Also, wahrscheinlich brauche ich ihn gar nicht. Ich muss da einmal ganz kurz hier ein bisschen rumrücken. So. In diesem Bruderstein kannst du mal. Achso. Das wollten wir jetzt aber gar nicht. Wir wollen tatsächlich einmal zurückgehen. Ah, eine Sprinttaste wäre natürlich noch fantastisch. Aber vielleicht kann man jetzt einfach mit viel springen. Ist man nicht schneller, oder? Kann SpongeBob vielleicht mit den Korken reinschlagen oder so? Oh, ist da unten noch eine Socke? Tatsächlich. Hey, das gehört mir! Aber warum ich hier dieses Eisding habe, das weiß ich halt nicht. Das klappt schon mal nicht. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Kann ich hiermit an die Stufen runtergehen? Ja, aber warum? Richtig schlau werde ich noch nicht raus. Oder brauche ich hier unten? Ah, brauche ich das irgendwie da um. Also es hieß ja, ich muss ja diesen Einfahrenwender von Mrs. Puff. Der soll hier irgendwo auf dem Wasser sein, aber ich sehe ihn halt, hab ihn ja nicht mal gesehen. Steht er? Ja, jetzt können wir zumindest die Tikis hier noch kaputt machen. Wie viel bei dem Mr. Krabs? 30.000? Ein Geschenk! So hell, so glänzend! Hier bringt das Wasser eigentlich eher nichts. Checkpoint. Ah, okay, dumm. Bringt mich jetzt natürlich nicht weiter, weil das macht ja nichts. Okay. Ja, jetzt müsste ich, könnte ich das vielleicht von hier oben machen? Vielleicht einfach. Ich will eigentlich nicht runter, weil man da so schlecht wegkommt. Die Pflanze eigentlich was? Ne? Ich finde es sehr schön, wie sie an der Wasserwelt mit Wasser gestalten. Es ist ja Schlamm. Aber ich verstehe immer noch nicht, wozu dieser Eisklotz hier ist. Wirklich nicht.
Kann ich mit dem irgendwie die Sachen auch abwerfen? Nicht so wirklich. Nun gut, dann würde ich sagen, dann tauschen wir jetzt die Charaktere nochmal. Wieso? Brauche ich eine Boxerschutz? Glaube ich nicht, ne? Aber eine goldene Boxerschutz wäre mal wieder was, damit wir noch ein bisschen mehr hätten. So, er lässt sich einfach ranquatschen. Macht übrigens nix. Trifft mich das? Ja. Welcher ist das? Wow. Schwammkämpfer! Hab bestimmt eine, also ich habe gerade eine Trophäe bekommen namens Schwammkämpfer. Bestimmt, weil ich eine gewisse Anzahl an Dings getötet habe. Den See trockenlegen, okay. Hm. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Dingskönig. Also ich tippe drauf, dass man halt hier irgendwas mit den Dings machen kann. Patrick das dann wieder ich kann. Den Korken, dass das Wasser dann halt abläuft. Aber macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Naja. Wir gehen erstmal zum Gipfel hoch. Jetzt bin ich ja fünfmal gegen mein Mikro gekommen, wenn es gerade Geräusch gemacht hat. Sorry. Und nochmal. Pumpelblase! Ach, heute wollen aber auch alle helfen. Sei da vorne leise. Dieser Quallenkönig befindet sich mitten auf dem Weg. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Danke, Pumpelblase. Und hier kann man nochmal seine Energie auffüllen. Ich wusste ja, dass der Qualm für dich groß ist, aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Okay. Autsch! Autsch! Okay. Ich vermute, ich muss dieses Ding überspringen und dann ihn schlagen. Kann das sein? Tippe ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Hallo Kumpelblase. Aber nicht, kann ich die Zwischensequenz jetzt abbrechen? Ihr kommt am besten gar nicht. Ja, so. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Nimm das. Na, oh, nicht richtig gesprungen. Ist übrigens eine Teleportkiste. Können wir die öffnen? Aber ich hätte. Kann ich ja nicht nochmal runterziehen? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Kann ich hier nochmal. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay. Blaue. Was macht denn die Blauen? Die explodierten einfach schneller, ne? Jouch! Oh Gott. Dumm. Aber wo muss ich ihn jetzt treffen? Fallen Gelee! Ja.
Er geht jetzt. Okay. Nummer 1 bei der Schnitzeljagd von Bikini Bottom. 3 Jahre in Folge. Vielen Dank. Oh, wie funkelnd. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Okay, ich muss. Schenke öffnen ist klasse. Okay. Das kann ja eigentlich noch immer nicht alles gewesen sein, ne? Ah, jetzt habe ich die Kiste oben nicht aufgemacht, ich Dödel. Wenn ich das richtig im Sinn habe. Oh, hier ist noch. Siehst du, kein Problem. Wenn du deinen Geist und deine Muskeln richtig einsetzt, kannst du alles erreichen. Alles. Okay, wo lande ich? Hier bin ich. Das ist natürlich eher schlecht, weil ich jetzt hier nicht wegkomme. Ist es richtig? Haben wir gleich oben noch einen Checkpoint, wenn ich hier ins Wasser springe? Oder auf die Insel? Hier kommt man jetzt nicht mehr weg. Sei denn, man springt hier. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Kann ich hier nicht mal sterben, oder was? Wie komme ich hier wieder weg? Hallo? Ich habe die dumme Vermutung. Also das war jetzt ein bisschen doof. Ah, Gott sei Dank. Kann man hier nämlich noch die Kiste aufmachen. Und so, jetzt ist die hier nämlich offen. Das haben wir nämlich gerade nicht gemacht. Jetzt sagen wir mal runter. Oh, habe ich sie gekriegt? Komm ich denn? Ah, hier komme ich gar nicht hin, okay. Aber das zählt schon als geholt, das ist natürlich auch witzig. Ah, den hat man eigentlich noch gar nicht geholt. So, und jetzt müsste ich doch, wenn ich hier in die Kiste bringe, oben wieder rauskommen. Das habe ich mir gedacht. Jetzt gehen wir hier mal runter. Wie gesagt, mit der Weitsicht. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Gut gemacht. Kleiner gelber Freund. Jetzt stellt sich halt wow. Nennt mich auch Schwamminator. Okay. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Es ist natürlich, Da ist natürlich die Frage, wie kann man den See leer machen? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Müssen wir da mit Patrick da bis hoch und dann den Tropfen bis runternehmen und dann. Oh.
Hier hat sie ja gesagt, trockenlegen. Aber wie kann ich denn so einen See trockenlegen? Ja. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ist da hinten eine Höhle oder ist das nur... Wir probieren das mal aus. Können wir uns... Gibt es hier nicht auch irgendwo eine Teleporterkiste? Du großer Schinken! Den hab ich verstanden! Oh, Mr. Krabs hier. Lauf den Robotern hinterher, SpongeBob. Okay. Autsch! Trifft ihn dann halt nicht ein zweites Mal, ne? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Sag mir, dass du nicht... Natürlich nicht, Mrs. Ach, gut. Da gibt es hier keine Dings? Keine Schnellreisedose? Eine Karte wäre noch cool. Dem Wanderbläser. Okay. Aber wir brauchen dieses Bowling und... Wofür ist die Kiste? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Also, ich würde jetzt Patrick holen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Oben. Dann mit Patrick. Runtergehen. Ach, du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Geschenke öffnen ist klasse. Aber wir öffnen doch gar keine Geschenke. Was labert er eigentlich? Das ist der Tiki die ganze Zeit für einen Unsinn. Oder öffnen wir Geschenke? Oder sind die Tikis Geschenke? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich jetzt wieder ein relativ weiter Weg. Aber Versuch ist wert, würde ich behaupten. Ich muss ja einen Grund haben, warum das hier so ist, wie es ist. Wir können jetzt übrigens in die nächste Welt, weil wir haben ja 10... Was sind... Hey, habt ihr den Quallenkönig besiegt? Okay. Ich habe wohl den Pfannenwender übersehen. Geht's. Ja, fantastisch.
Aber trockenlegen heißt ja nicht einfrieren. Ich vermute, wenn ich das jetzt hier, wenn ich es richtig treffen sollte. Ja, okay, das kriege ich nie bis hier hin. Ha. Oh, wie ein Held. Oh, oh, nochmal, nochmal. Strahlend weiß. Ich habe Patrick vielleicht die... Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht getestet. Nee. Ich wüsste nicht, wie ich den trocken lege. Viel schneller. Nächstes Mal wieder zu SpongeBob. Und gehen jetzt halt nochmal hoch und gucken, ob beim Jelly King. Warum habe ich denn da den Pannwender nicht gewürfelt? Da muss ich ihn zweimal besiegen, das ist Quatsch. Es ist schön, wie so mittendrin einfach mal Leute rumlaufen. Das noch einen tieferen Sinn hat. Eiern wir ja schon wieder ganz schön rum. Wie das halt immer so ist, wenn ich Jump'n'Run spiele und Dinge noch entdecken muss, will, kann, soll, wie auch immer. Hier mal SpongeBob rein. Hier oben alles ausgeschalten noch? Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hoch zum Jelly King. Gucken, ob wir da irgendwo den goldenen Pfannenwender finden. Es wäre ja schon interessant zu wissen, warum und weshalb ich den da vielleicht nicht gekriegt habe. Sag ich wieder da. Aber hier ist kein goldener Pfannenwender. Ja, fantastisch. Hab ich den jetzt nicht gekriegt? Ist das ein Bug? Ich glaube, es ist ein Bug. Nee. Ah. Ich habe das dumme Gefühl, hier muss man nochmal irgendwann ran, den nochmal besiegen. Natürlich uncool. Was habe ich eigentlich gemacht? Wir reisen da einfach nochmal hin und gucken, was passiert. Vermutlich müssen wir jetzt nochmal von ganz unten anfangen. Das heißt, ich habe ja die Trophäe bekommen. Vermutlich ist jetzt nicht mehr da. Ja. Ha. Er ist ja besiegt. Ich glaube, ich lese das mal kurz nach, ob wir das jetzt zerschossen haben oder was auch immer. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei hier auf PibbleTube bei SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Button Rehydrated. Mein Gott. Bis dann. Ciao.